Hallo Leute, ich bin's die Lu und heute habe ich was Kleines aus Österreich für euch. Wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich in den Bergen. So über den Jahreswechsel habe ich mir mal ein kleines bisschen Urlaub gegönnt. Und da dachte ich mir, das eignet sich doch super hervorragend, um einen österreichischen Whisky zu verkosten. Ich bin hier im Stubaital, gar nicht so weit weg von der Heimat, also es ist schon weit weg. Aber wir sind auf der Dresdner Hütte und ich bin ja Dresdnerin, deswegen passt das ganz gut. Und ich habe euch einen Whisky mitgebracht aus Österreich, der nach einem Berg benannt ist, der tatsächlich, ich habe vorhin nachgeguckt, nur 73 Kilometer in diese Richtung ist. Wer richtig gut zoomen kann, der findet den Berg bestimmt auch im Hintergrund. Vielleicht, ich weiß es nicht. So, ich habe mir schon mal ein kleines Schlückchen eingegossen. Es ist ziemlich frisch hier oben auf, ich weiß gar nicht, wie hoch wir sind, 2308 Meter. Dort drüben stand es an der Hütte dran. Ich glaube, so hoch habe ich auch noch nie einen Whisky verkostet. Wisst ihr, ob das einen Impact auf den Geschmack hat? Ich glaube nicht. Und zwar, ich habe euch mitgebracht den Rauchkofel von der Künstnaturbrennerei. Die machen typisch österreichischen Schnaps, sage ich mal. Die machen aber auch Gin, die machen aber auch Whisky. Unter anderem eben den Rauchkofel. Das ist ein Single Malt Whisky, der ist nicht fünf Jahre alt, das ist Batch Nummer 5, so rum. 43%. Und nennt sich Sherry Cask Finish, wird in zu 100% aus Osttiroler Gerstenmalz hergestellt, also quasi Gerstenmalz, was hier in der Gegend gewachsen ist. Außerdem wurden steirische Eichenfässer benutzt und dann wurde das Ganze nochmal in Oloroso und Sherry Casks gefinished sozusagen. Ich erwarte also etwas lichtrauchiges, aber entsprechend süßes, voluminöses. Kleines bisschen mache ich ihn warm. Ich habe mein kleines Glas mitgebracht. Ja, also was mir hier auf jeden Fall zuerst entgegenspringt, ist dieses Sherry-Fass. Ich wundere mich gerade. Ach, Oloroso und PX Sherry, weil ich habe gerade überlegt, Oloroso ist ja auch Sherry. Aber es sind Oloroso und Pedro Jiménez Sherry-Fässer, in denen das Ganze gefinisht wurde. Und die steirischen Eichenfässer nicht zu vergessen. Das war die Gondel im Hintergrund. Ja, also das springt mir tatsächlich sofort und als allererstes entgegen, dieses süße, ja, was so, also dieses typische Sherry-Süße in Kombination mit einem so sehr holzigen Geschmack oder Geruch vielmehr. Und mich persönlich erinnert das immer so ein bisschen an die Warehouses in Schottland, wenn man dann da drin steht und so diese Kombination aus Kellermoder, altem Holz und diesem Alkohol und diesem süßen Duft einfach wahrnimmt. Und ja, das finde ich immer, erinnert mich immer sehr daran. Er hat auch so ein bisschen was Malziges, aber wirklich ganz, ganz, ganz dezent. Also wer jetzt hier auf Gras oder wirklich Getreidefeldgeruch aus ist, findet den hier eher weniger. Es ist wirklich sehr im Hintergrund, sehr dezent. Ganz vorne liegt wirklich dieses Sherry-Fass und kein Rauch. Auch wenn Rauchkofel draufsteht, es ist kein Rauch drin. Slange. Oder wie man in Österreich sagt, Prost. Krass. Im Geschmack ist er ein bisschen anders. Ich fand ihn ja jetzt im Geruch sehr, sehr süß. Sehr leicht, sehr. Na, also schon intensiv im Geruch, aber irgendwie halt so ein, ja, sehr fruchtig, sehr fast schon sommerlicher Whisky. Und jetzt im Geschmack, da habe ich verschiedenste Aromen drin gehabt, von dunkler Rosine über
räucherndes Gerstenmalz hin zu Lagerfeuer. Also wirklich eine bunte, breite Palette. Ich versuche die jetzt nochmal ein bisschen genauer auseinander zu sortieren. Es geht, finde ich, immer mit dem ersten Schluck total schlecht. Da kriege ich immer so einen Gesamteindruck. Und dann beim zweiten Schluck kann ich mich immer so ein bisschen mehr rein vertiefen in das Ganze. Am Anfang habe ich so ein bisschen helle Früchte. Dann kommt irgendwas, ich kann es nicht definieren, schon fast Bitteres, sehr Herbes. Es könnte das Eichenfass sein. Es könnte aber auch so sehr schwer eingelegte Rumrosinen sein, weil ich vorhin die Rosinen so als erstes im Kopf hatte. Das Lagerfeuer war jetzt gerade nicht mehr ganz so da, ich habe aber auch nur einen kleinen Schub genommen. Ah ja, das kommt dazwischen tatsächlich. Also ich habe diese hellen Früchte. Dann kommt so das Lagerfeuer, was so knistert und total schön mollig warm ist. Und dann hinten raus kommt so dieses herbe, bittere Holz, was so ein bisschen nach eingelegten Rumrosinen schmeckt. So in die Richtung. Also es ist auf jeden Fall ein sehr intensiver, geschmackskräftiger Whisky. Er schmeckt wenig nach Alkohol, finde ich. Also so dieses, was man manchmal hat, dass es so sehr brennt oder so, dieses Ethanolige, habe ich hier wenig bis gar nicht. Und ich würde ihn als mittelschwer bezeichnen. Also ich habe schon schwerere Whiskys getrunken, so süß, schwer, tief. Aber er hat trotzdem auch schon so ein bisschen Bums dahinter. Also er ist jetzt keine total leichte Nummer, aber alles in allem sehr, sehr lecker. Mir persönlich gefällt er super. Ich habe ihn schon ein bisschen öfter getrunken und freue mich auch, dass ich eine Flasche zu Hause stehen habe. Der ist sehr lecker und deswegen gibt es von mir 8 von 10 Punkten. Und ja, ich hoffe, euch hat diese kurze, knackige Verkostung gefallen. Es ist nämlich schon ein bisschen kalt und ich gehe jetzt wieder rein in die warme Hütte, die wir haben. Kann ich ja nochmal einen kurzen Shot hier von der Umgebung zeigen, wo wir gerade ein bisschen Skifahren sind und Snowboarden. Und ich werde jetzt noch ein bisschen den Abend genießen und wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr das Video hört. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke!